Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich das Thema Kommunikation ansprechen. Sowohl die Kommunikation unter Hunden, als auch die Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Also, ihr seid dabei. Fangen wir doch mal mit der hündischen Kommunikation an. Wisst ihr, wie die Sprache der Hunde funktioniert, also wie Hunde miteinander kommunizieren? Hier im Revier für Hunde habe ich ausreichend Möglichkeiten dazu. Gemeinsam mit meinem Team kann ich immer wieder Hunde bei der Kommunikation beobachten. Und ich nehme euch jetzt mit in die Sprache der Hunde. Viele Hundehalter haben ja mittlerweile Angst, ihre Hunde kommunizieren zu lassen. Und da habe ich absolutes Verständnis für. Warum? Ja, beim Spaziergang begegnet man nicht immer sozialen Hunden. Es gibt auch Hunde, die sind frei, kommen auf einen zugelaufen und rempeln den eigenen Hund über den Haufen. Ich finde sowas sehr rücksichtslos und sehr respektlos. Hier sollte jeder Hundehalter mal darüber nachdenken, dass es Hunde gibt, die einfach nicht mit Hunden kommunizieren wollen oder können. Oder nur mit bestimmten Hunden. Und deshalb steht der Hundehalter in der Verantwortung, diese Form der Kommunikation immer dann zuzulassen, wenn der Hund es auch möchte. Sprich, wenn ihr draußen beim Spaziergang unterwegs seid und euer Hund ist vielleicht ein kleiner Hund und hat ein Problem mit großen, starken, kräftigen Hunden, die eben zu übermütig auf euren Hund zu kommen, ja, dann sollte der Hundehalter mit dem großen Hund einfach Rücksicht auf euch nehmen. Weil der kleine Hund braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich an große Hunde zu gewöhnen. Ha, hier kommt schon ein großer Hund. Ihr kennt sie, die Teja. Und die Teja, die lernt im Moment bei mir ja so ein bisschen die Sprache der Hunde hier im Revier für Hunde, aber auch draußen beim Spaziergang. Und jetzt gehen wir mal sofort in die Kommunikation. Da geht's schon los. Der Picasso ist der beste Kumpel von der Teja. Und die zwei, das werdet ihr nachher noch erleben, kommunizieren fortlaufend miteinander. Und manchmal auch ziemlich grob. Die zwei können das natürlich auch machen, weil die ungefähr die gleiche Größe haben. Wenn die Teja allerdings mit zu kleinen Hunden zu viel Gas gibt, muss ich sie auch schon mal bremsen. Und da kommt noch eine kleine Bekannte. Die Beju. Guten Morgen, Beju. Da freuen wir uns, dass du da bist. Na? Wenn kleine Hunde miteinander kommunizieren, gibt es viele Hundehalter, die dann sagen, oh, guck mal, der knurrt. Oder, oh, jetzt hat er aber gerade mal die Zähne gezeigt. Wenn das große Hunde machen, sieht das wieder sofort anders aus. Also bei kleinen Hunden habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, wir sind im Comic gelandet, ne? Und bei großen Hunden, oh, da sagen schon viele Hundehalter, jetzt müssen wir aber unterbrechen, weil das wird mir jetzt langsam hier ein bisschen zu heftig. Ich versuche euch heute mal zu zeigen, wann und wie ihr am besten dazwischen geht und was man zulassen kann und was man loslassen kann und wo man eben unterbrechen solltet. Kommt, geht mit, da wird kommuniziert. Da ist jetzt gerade der Bootsmann und die Bejo und die zwei kommunizieren miteinander. Kommt, geht mit. Da. Das ist auch Kommunikation. Unterwürfiges Verhalten von der Bejo. Seht ihr das? Wie sie sich klein macht, wie so ein Baby. Und der Bootsmann wirklich Interesse daran hat, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Da. Über das Föteln. Dann hat er sie kurz angetippt. Das ist alles Kommunikation. Schaut mal. Jetzt stupst er sie an und jetzt hat er noch ganz andere Interessen. Oh, er will mit Bejo ins Separé. Das ist auch Kommunikation. So, jetzt seht ihr hier, der große Rüde belästigt jetzt so ein Stück weit die Bejo. Da kommt noch eine andere Hündin dazu. Und das ist alles im Rahmen, wo ich nicht eingreifen muss und eingreifen werde. Schaut mal, kleine und große Hunde zusammen in der Kommunikation. Wichtig ist, dass der große Hund vorsichtig bleibt beim Kleinen. Schaut mal, das ist super interessant. Ne? So ein großer Bootsmann mit der kleinen Cookie.
Cookie zeigt auch wieder unterwürfiges Verhalten, hat sich hingelegt. So kann nichts passieren, ne, meine Maus? Du bist eine kleine Maus, bist du. Super Cookie. Ja, Cookie. Ja, Bootsmann, da muss man schon vorsichtig sein, ne, mit den Kleinen hier. Weiter geht's. Hier, da. Das, was ich eben angekündigt habe, geht jetzt los. Und die Teja und der Picasso geben jetzt Gas. Seht ihr, es kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ach, jetzt sind sie schon wieder weg. So schnell können wir Menschen nicht sein, oder? Es wird immer kommuniziert. Und wenn es nur in ganz kleinen, subtilen, hundesprachlichen Signalen ist. Aber es wird immer kommuniziert. Manchmal stupsen die sich auch einfach nur mal so kurz an. Jetzt, da, jetzt geht's los. Schaut mal. Alles Kommunikation. Manchmal mit Grummeln dabei, manchmal lauter, manchmal leiser. Ah. Das ist alles noch sehr, sehr verhalten. Also, es ist noch relativ ruhig hier im Revier. Aha. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Mit diesen kleinen, subtilen Signalen, das finde ich so wichtig. Manche Leute sind da schon so ein bisschen zu abgestumpft, was die hündische Sprache angeht. Die sehen dann nur, wenn ein Hund bellt oder wenn der mit der Rute wedelt oder wenn der mal laut knurrt. Aber da gehört viel mehr dazu. Kommt mit, ich muss jetzt mit euch darüber, weil das ist schon wieder sehr interessant. Jetzt ist der Bootsmann damit beschäftigt. Jetzt bedrängt er sie zu sehr und jetzt wehrt sie sich auch. Schaut mal, selbst diese kleine Maus da, guckt mal, da jetzt, da hat sie deutlich gezeigt, ich habe da keinen Bock drauf. Wenn er jetzt weitermacht, gehe ich dazwischen. Ne? Jetzt ist der Moment für mich da, wo ich einfach ein Signal setze und zeige, hey, genug. Geht bitte ruhig dazwischen, nicht zu laut. Schnippt, zischt oder macht ein Hey. Und wartet mal ab. Bringt ein bisschen Ruhe rein, okay? Jetzt komme ich einmal zu der Mensch-Hund-Kommunikation. Es gibt ganz viele Hundehalter, die ihre Hunde mit ihren Worten überfordern und zutexten. Ja, wir meinen es ja alle gut, wenn wir sagen, habe ich dir nicht gesagt, du sollst es sein lassen. Wenn du das jetzt nicht sein lässt, dann gehen wir heute Nachmittag nicht zum Agility. Das ist menschlich. Es gibt ganz viele Menschen, die fragen ihre Hunde, ob sie sich vielleicht benehmen könnten. Das ist mittlerweile normal. Das ist jetzt keine Katastrophe. Aber ihr müsst euch überlegen, dass bei der Mensch-Hund-Kommunikation die Sprache so ein Stück weit auch abgenutzt wird. Wenn ich zu viel mit dem Hund rede, nimmt er mich irgendwann nicht mehr ernst. Heißt, wenn ich fortlaufend den Namen vom Hund sage und ihn 5-mal rufe, 10-mal rufe, wenn ich ihm zu Hause immer wieder ganz klar und deutlich in einer inkonsequenten Konsequenz zeige, was ich von ihm will, dann wird er dieses Verhalten, nämlich dieses ich schalte mal auf Durchzugverhalten, auch draußen beim Spaziergang euch gegenüber zeigen. Also seid bitte konsequent zu Hause. Wenn ihr euren Hund ruft, dann sollte er auch zu euch kommen, sowohl im Haus als auch draußen. Wenn ihr eurem Hund sagt, er soll warten, dann soll er bitte warten. Das könnt ihr beim Füttern super üben, ne, dass ihr den Hund mal kurz warten lasst, bevor ihr ihm das Futter freigebt. Also die Beziehung so ein Stück weit nonverbaler aufbauen, damit der Hund die Möglichkeit bekommt, auf leise kleine Signale zu reagieren, wenn ihr etwas von ihm wollt. Gut? Auch das Spielen mit dem Hund sollte zwischendurch einfach mit Pausen belegt sein. Schaukelt eure Hunde nicht zu sehr hoch, wenn ihr mit ihnen kommuniziert. Bringt sie wieder runter. Damit ihr auch draußen die Möglichkeit habt beim Spaziergang, wenn euer Hund zu überdreht ist, ihn aus einer Situation rauszuholen. Wenn er drinnen gelernt hat, dass es keine Grenzen gibt, dann wird er auch draußen keine Grenzen einhalten. Und wenn ihr dann beim Spaziergang unterwegs seid und er läuft zu einem Hund hin und er hat
bei euch zu Hause schon gelernt, dass es 5-mal Semi-Semi heißt und ihr dann draußen auch 10-mal Semi-Semi rufen müsst, dann läuft irgendwas verkehrt. Also klare Signale setzen, und bei der Mensch-Hund-Kommunikation ist weniger meist mehr. So, ich kommuniziere gerade mit meiner Teja. Das kann man auch mal ganz ruhig machen. Also ich finde, die Beziehung kann man auch wunderbar aufbauen, indem man sich körperliche Nähe schenkt. Also dieses Knuddeln und schon mal ein Knutschi geben, dieses vorsichtige Streicheln. Eben ruhige Kommunikation zwischen Mensch und Hund aufbauen. Natürlich kann man mit einem Hund wie Teja genauso kommunizieren oder sich genauso verhalten wie mit Ola. Nur, ich finde, so kleine Hunde, die regen immer dazu an, dass man sie ein bisschen so vertüttelt. Ne? Also sprich, wenn Ola da ist, dann kann man die ja auch schon mal auf den Arm nehmen. Das sieht dann so aus. Und das Gleiche kann man übrigens mit der Teja auch machen. Aber nur sieht das dann so aus. Also ganz anders. Ne? Jetzt laufe ich mal so durch die Stadt. Auch guckt mal, das ist mein Schoßhündchen, mein Herdenschoßhund. Und die Leute in der Fußgängerzone würden schon sagen, seltsam, macht er denn da? Geht's Teja? Aber schon viel schwerer als die Ola. Ich finde auch das ist wichtig, dass ein Hund sich das gefallen lässt. Warum? Wenn mal irgendwas passiert, der Hund bricht sich die Pfote oder so, ne, verletzt sich schwer, dass ihr ihn dann auch stückweise zum Auto tragen könnt. Ja, dann gehe ich jetzt mal mit Teja 15 Kilometer zum Auto. Du bist eine Maus, du. Super gemacht, Schatz. Das ist auch Kommunikation. Ja? Dem Hund zeigen, wenn du bei mir auf dem Arm bist, wenn ihr einen Hund habt, wo ihr das machen könnt, ne? Hier bei diesen Größen ist das schwierig, dass der Hund dann lernt, euch zu vertrauen. Das hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Habt ihr gesehen, dass ich gerade so ein bisschen Ruhe reingebracht habe? Also ich könnte ja stundenlang zuschauen, wenn Hunde miteinander kommunizieren, aber ich stehe auch als Hundehalter in der Verantwortung oder jetzt hier in der Hundetagesstätte in der Verantwortung, auch wieder Ruhe reinzubringen. Jetzt habt ihr ganz viel Kommunikation. Schaut mal hier, kommt gerade eine neue Hündin in die Hundetagesstätte. Jetzt muss der Paul, mein Kameramann, echt fit sein, weil die Hündin ist gerade bei ihm. Hi Dasha. Hi. Und sie kommt gerade an in der Gruppe und wird jetzt hier in der Sprache der Hunde in die Gruppe aufgenommen. Und das macht sie ganz toll. Aber die hat auch richtig Zunder. Jetzt geht's los. Kommt Leute. Die hündische Kommunikation vom Feinsten. Die Party kann beginnen. Hündische Kommunikation, ne? Der Bootsmann ist dem Picasso auf die Pfote getreten und der Picasso hat in hündischer Sprache, in hündischer Manier gesagt, ey, Vorsicht. Hier wurde jetzt kurz aufgeritten, da gehe ich dazwischen. Also wenn zwei Hunde zusammen sind, wenn zwei Hunde miteinander kommunizieren, dann ist das mal kein Problem, wenn ein Rüde oder eine Hündin mal kurz aufreitet. Habt ihr aber so eine Gruppe, dann kann das schnell zu so einer Gruppendynamik ausarten. Und deshalb unterbreche ich dann ein ständiges Aufreiten. Auch Kommunikation, ne? Dem Hund schon mal Lefzen hochziehen. Ohren nachgucken, Pfoten nachgucken, freut sich jeder Tierarzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, klickt einfach hier unten und seid auch beim nächsten Video wieder dabei.
wieder dabei. Ja, die hündische Kommunikation und die Mensch-Hund-Kommunikation. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Macht's gut, ihr Lieben.